Moinsen allerseits. Wahrscheinlich darf ich mir jetzt erstmal einen Teleporter suchen, um dorthin zu kommen, wo ich eigentlich hingehen will, richtig? Und leider ist der nächste Teleporter da unten rechts irgendwo. Das ist ja schön. Kann ich am wenigsten die komischen zwei gelben Dinger da über mir noch vorher noch einsammeln? Das wäre nämlich schön, wenn dem so wäre. Den ersten haben wir schon mal. Hoffentlich kann ich auf die andere Seite auch hoch. Nicht unbedingt, wenn ich mir erstmal durch den Laser erstmal die Augen rausbrennen lasse aus dem Kopf. Dann funktioniert das nicht unbedingt so gut. Bäh. In die Stacheln bin ich dann nicht schon wieder rein. War da nicht gerade noch die Blume gewesen? Ist die gerade einfach despawned oder was? Ah. Hi. Ciao, auf nimmer Wiedersehen. Ist hier noch oben irgendwas? Ach so, hier wollte ich ja hoch, aber konnte ich ja nicht, weil es zu weit über mir war. Warum geht die Kamera jetzt so nach oben? Was ist da? Auf jeden Fall ist da gerade ein twerkender Frosch. Ich weiß nicht, warum er das da macht, aber er hat Spaß offenbar dabei. Was zum... Ist hier oben irgendetwas, was man entdecken könnte? So wie das aussieht, ist das gerade nicht der Fall. Hm. Ach, vielleicht ist da oben irgendetwas, wo ich runterbrechen könnte. Irgendwo durch eine Wand. Ach nee, wahrscheinlich nicht. Hm. Naja, was soll's. Hätte ich nicht woanders hingehen sollen? Warte mal. Hier links von mir habe ich auch gar keinen Teleporter, oder? Nicht wirklich. Kann ich noch zurück? Oh, ich kann zurück. Okay. Gut, dann bewege ich meinen Hintern mal Richtung Teleporter. Damit ich dann nicht wieder am nächsten Laser sterbe. Und dann zurück zum... Moinsen allerseits. Ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich war hier schon mal. War da was? Ich weiß nicht mehr was. Habt ihr da irgendwas? Da war doch, glaube ich, nichts gewesen. Nee, oder? Da passierte, glaube ich, gar nichts. Überhaupt nicht. Tal des Wendes. Tachchen. Nicht gerade sehr windig hier gerade irgendwie. Achso, das war eine Fähigkeitenzelle. Okay. Hallo, okay, Taxieneule. Du störst dich auch auf mich herab, ne? Du machst aber nichts mehr und machst... Wie viel Schaden hat das gemacht? Nur ein Punkt? Ah, schade. Aber schön, dass die Druckwelle das Wasser bewegt hat. Treff mich mal. Oh, nur ein Schadenspunkt, okay. Aber ich glaube, es hat einfach keinen Rückstoß. Aber dadurch, dass du so oft angreifen tust, denke ich mal, ist es wahrscheinlich egal. Kein Rückstoß und nur wenig Schaden, dafür aber sehr oft angreifen. Gut zu wissen, dass ich das dann lieber ausweichen sollte. Ach stimmt, da war doch noch irgendwo so ein komischer Pfosten, den ich irgendwo runterdrücken konnte, ne? Ich glaube, das war rechts von den ollen Baumstamm. Hätte ich mal hingehen sollen. Naja, werde ich dann irgendwann mal hingehen. Da unten baue ich da wahrscheinlich auch erstmal irgendwo einen Pfosten, den ich irgendwo reinstampfe, damit ich da durchkomme. Hi. Apropos, übrigens hier, Fähigkeitenpunkte. Ich merke, sämtliche Gegner, die auch nach dem Neustart des Spiels wieder respawnen, die geben auch keine Punkte. Also alles ist... War was gewesen? Verdammt. Alles ist also quasi nur so ein One-Time-Ding. Sprich einmalig. Einmal eingesammelt und dann kriegst du die ganzen Klamotten, aber wenn du sie nochmal einsammelst, bekommst du sie halt einfach nicht. Macht dann aber nicht sehr viel Sinn, dass man dann immer noch Erfahrungspunkte dann bekommt quasi, also optisch zumindest bekommt. Das macht irgendwie keinen Sinn, das hätte man dann weglassen können. Weil die Erfahrungspunkte, die ich jetzt von den Gegnern hier kriege, die kriege ich jetzt. Aber wenn ich das Spiel dann wieder speichere, dann bekomme ich diese Punkte nicht mehr. Was natürlich auch Sinn macht, aber... Es macht aber irgendwie keinen Sinn, dass man diese Punkte dann immer noch einsammeln kann, obwohl sie gar keinen Nutzen mehr haben, außer irgendein tolles Geräusch von sich zu geben. Hm. Find's aber gut, dass man sie nicht farmen kann, sonst würde man wahrscheinlich dann einfach
ganz am Anfang des Spiels einfach die Gegner wie blöde umhauen. Und würde sich theoretisch so weit hochleveln, na oder beziehungsweise so viele Fähigkeiten kaufen, dass man am Ende keinerlei Herausforderungen mehr theoretisch hat. Oder zumindest unfaire Vorteile am Anfang hätte. Ach so, stimmt ja. Warte mal, ich kann doch hier. Ganz vergessen, dass ich die Fähigkeit habe. Bekommt aber offenbar gar keinen Schaden, wenn ich die gegen irgendwas prallen lasse. Was war das Ding da oben? Ich glaube, das hat bis jetzt noch gar nichts gemacht, oder? Ja, nein, nach links kann ich doch nicht gucken mit der Kamera. Ich glaube, das Tal hat bis jetzt noch gar nichts gemacht. Aber ich schätze, man wird da bestimmt auch irgendwas machen können, oder? Weil ich glaube nicht, dass das jetzt nur für die olle Fähigkeitskugel da war. Nee, das glaube ich irgendwie nicht. Hi. Ich hau lieber sofort wieder ab. Ich sollte speichern. Das war nicht die Speichertaste. Sieht das aus, als könnte man da rechts rein. Das sieht ja aus, als könnte man da rechts irgendwo rein. Warte mal. Okay, da kann man nicht rein. Zumindest habe ich jetzt nicht gesehen, dass sich da irgendwie eine Wand hat auflösen wollen. Ist dann nicht noch links irgendwas? Dachchen, Frosch. Das ist mir auch recht. Ah, ich muss nach links. Okay, warte mal. Ist da noch links von... rechts von mir irgendwas? Da rechts von mir ist ein Turm. Oder kein Turm, aber auf jeden Fall ein Gang. Was ist da rechts? Hi. Geh du mal in die Dorn rein. Okay, ich auch, weil... warum halt nicht? Doppelt gemoppelt ist immer besser als nur einmal, ne? Ah. Gibt's eigentlich einen Perk, wo man irgendwie den Schaden von irgendwelchen Umgebungssachen reduzieren kann? Das wäre sehr nice, wenn es das geben würde. Ja, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ich kann den, glaube ich, nicht dagegen die Wand schleudern, um dann... Ja, toll. Um dann die Wand da kaputt zu machen, oder? Das geht, glaube ich, nicht. Schnauze. Blöder Vogel. Mach einen Abflug. Aber nicht in meine Richtung, ja? Nee, ich glaube, ich brauche dafür irgendwas anderes. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier nichts anderes gibt, außer diesen ollen Vogel. Das funktioniert nicht, oder? Nee, das habe ich mir schon gedacht. Ja, super. Was, da oben? Da oben ist noch so ein Ding. Nee, das war zu hoch. Das klappt überhaupt nicht. Oder hätte vielleicht schon geklappt. Warte mal, ich muss ungefähr... Ich versuche gerade irgendwie eine Flugbahn im Kopf zu behalten. Ja, geil! Tolle Flugbahn! Ich habe eine super tolle Flugbahn gerade berechnet. Und zwar Richtung Dorn. Der könnte klappen. Ja, du blöder Scheiß... Sag mal! Da respawnt einfach so ein bescheuerter Vogel einfach mal wieder. Das Spiel mobbt mich doch hier gerade. Ah, verdammt.
Nein, lieber nicht. Sonst springe ich ja gleich wieder in die Dorn rein. Nein. Ich lern's noch irgendwann, dass ich nicht mich selber in den Tod stürzen sollte. Ach was hier, es funktioniert nicht! Jetzt sagt mir wirklich ein... Oh nee. Das funktioniert nicht? Wie mies ist das denn? Toll, ich bin schon wieder in den Tod gesprungen. Warum funktioniert das nicht? Ich dachte, das würde funktionieren, aber... Naja, toll. Na, toll. Wie kann keine Verbindung? Was? Warum? Ach, weil Feinde in der Nähe sind. Jetzt sind keine Feinde in der Nähe. Aber weißt du, wie hätte ich jetzt gar nicht da... Hä? Wozu ist die Spinne da oben gut? Ach, damit ich da oben weitermachen kann. Gut, ich bleib einfach mal da stehen wie der letzte Depp, um mich da von den Dornen umbringen zu lassen. Au, ja, toll. Naja. Ja, klar. Warum haben die so einen Dreifachschuss? Was soll das? Wo bin ich hier überhaupt eigentlich? Ich bin noch nicht mal da, wo ich eigentlich sein sollte. Um da zu sein, wo ich sein sollte, müsste ich ja nach links latschen, aber da bin ich ja jetzt gerade nicht hingegangen. Nein, du triffst mich diesmal nicht. Ich aber dafür dich. Und du kannst deinen eigenen Mist fressen. Was, du bist nicht instant tot? Keine Ahnung, wo das hinführt, aber ich speichere lieber vorsichtshalber mal. Oh, hi. Sollte ich dich jetzt hier treffen? Ich glaube nicht, oder? Ist das, wo bin ich hier gerade? Solange Kuro dort hockt, ist der Weg zum Nebelforst versperrt. Doch schau nach dort oben. Wir können sie vielleicht ablenken, wenn wir diese Felsen lösen. Felsen? Warte mal, Nebelhorst? Warte mal, ich soll hier sein? Cool! Ich bin also unbeabsichtigt den richtigen Weg gegangen. Tschö! Ah, lieber speichern. Besser ist das. Ja, warte mal, kann ich so einen ollen Vogel hier reinholen? Hallo, kannst du mal hier hinkommen? Ich brauche dich mal eben. Ja, mach dich mal hier. Ja, sag mal. Nur inkompetente Vollidioten hier. Was ist das? Warte mal. Ja, so, ich sollte den Felsen runterschleudern. Okay, ja, sag mal, die Wand, sag mal. Die Wand ist vielleicht... Gefühlt nur einen Meter weiter weg. Naja, für dich quasi einen Meter weiter weg. Für mich ist es wahrscheinlich ungefähr 100 Meter weiter weg. Aber trotzdem, meine Güte, so gegenfliegen. Hast du eine Brille? Bist eine Eule, aber bist nicht so schlau, um nicht dagegen zu fliegen. Kann ich die Feder haben? Ah, du hast Kuros Feder aufgenommen. Um diesen Gegenstand zu benutzen, musst du A und anschließend RT drücken. Kuros Feder ermöglicht es, Ori frei umher oder auf der Luftströmung zu gleiten. Ja, cool. Ich habe einen Fallschirm. Kann die Kamera eigentlich noch weiter rauszoomen? Weil wenn die noch weiter rauszoomen, sehe ich bald nur noch einen Pixel von Ori. Bin ich hier eigentlich gerade? Karl, kann ich mal aufgehen? Warum kann ich nicht rauszoomen? Ah, jetzt geht's. Warum zoomt die Karte immer wieder rein? Das macht keinen Sinn. Ich würde gern mich zu meinem Punkt wieder hin teleportieren, aber das geht, glaube ich, nicht, oder? Oder vielleicht mit irgendeinem Perk, das kann auch... Warte mal. Das habe ich gar nicht nachgeguckt gehabt, stimmt. Merke ich auch gerade. Gibt's hier irgendwas, was man theoretisch nutzen könnte? Halbiert die Kosten der Seelenverbindung? Nein, das ist es nicht.
Aha. Scheint jetzt gerade nicht so der Fall zu sein, nein. Man kann sich wohl nicht zu seinem Punkt wieder zurück teleportieren. Das ist schade. Das hätte ich gerne als Fähigkeit. Weil das könnte eigentlich ziemlich nützlich sein, wenn man dann zu seinem vorherigen Seelenverbindung zurückgeht. Ah, ich dachte, war das eher Giftwehr. Aber das wird auch sein. So dicker Nebel, dass man nicht mehr weiß, wo man eigentlich herkam. Ja, toll. Jetzt was hast du denn? Ja, klar. Sag mal, Highspeed oder was? Jetzt schießen ja auch noch irgendwelche komischen Giftfrösche Highspeed-Projektile durch die Gegend. Tachchen. Bist du noch schneller als der andere? Irgendwie kommt es mir so vor, als wärst du noch schneller. Nee. Ja, klar. Ah, Mann, ich werde in diesem Spiel so oft sterben. Hat das Spiel eigentlich einen Death-Counter? Warte mal ganz kurz. Okay, ja, das da oben rechts ist der Death-Counter. Ich bin bis jetzt 61 Mal gestorben. Cool. Ich würde mal schätzen, dass ich bis zum Ende des Spiels... Ich weiß ja noch nicht mal, wie lang das Spiel eigentlich... Okay, wobei doch... Das Spiel soll ungefähr so 10, 12, vielleicht 14 Stunden lang Content haben. Ich weiß jetzt nicht, wo ich im Spiel bin. Ich habe am Anfang gesehen, dass ich irgendwas mit 31% oder 34% hatte. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt nur Kartenfortschritt war oder ob das Spielfortschritt war. Falls das Spielfortschritt war, okay, dann habe ich das Spiel zu ein Viertel abgeschlossen. Ich würde mal schätzen, dass ich gegen Ende des Spiels bei 150 bis knapp 200 Toten bin. Theoretisch. Die verhüllte Lanterne, dieser geheimnisvolle Dunst, dringt aus ihrem Stamm. Wenn wir eine Möglichkeit finden, sie zu entzünden, wird der Weg vielleicht wieder erleuchtet. Oh, halt eine Fackel rein. Ist hier noch was? Oh, okay, ja, Das finde ich nice. Das finde ich nice, dass sich dieser Nebel auch wirklich spielerisch auswirkt und nicht einfach nur gesagt wird, hey, hey, hier, da, Nebel und so, keiner findet mehr raus. So wie das dargestellt ist, finde ich es wirklich sehr nice, weil da ist es wirklich ein Nebel. Du hast selber keine Ahnung, wo du sein sollst oder sein willst oder herkommst oder keine Ahnung was. Weil du einfach die Karte nicht mehr siehst. Das finde ich nice. Kann zwar vielleicht auch auf Dauer sehr nervig werden, aber wenn man es gut macht, dann wird es nicht so nervig sein, wie man vielleicht denkt. Kann ich das zurück zum Absender schicken? Wahrscheinlich nicht. Achso, ich muss da durch, okay. Ach, das ist so eine komische Blume wieder. Au. Ha, Mann, diese dämlichen Schnecken. Die und ihre komischen Stacheln die ganze Zeit. Und ein paar von denen, du weißt irgendwie auch nie, welche das sind, machen dann auch noch diese merkwürdigen Minen da auf dem Boden. Das ist so nervig. Ich sollte lieber speichern. Achso, warte mal, ich habe doch ein Dingens hier. Ich kann noch einen Punkt verteilen wieder. Was ist das? Energieeffizienz, eingesammelte Energie wird um 50% erhöht. Nein, danke. Ultrastampfer vergrößert den Radius und verursacht dann Schaden beim Stampfen. Das ist nicht wirklich nützlich. Neu formieren. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt einen Lebenszähler wieder her. Nee. Hört sich jetzt alles nicht so geil an. Na, was soll's. Holen wir da ein paar Punkte. Besser als gar nichts. Ja, toll. Ja, toll. Ich bin instant wieder weg. Ja, toll. Ich muss ja da oben hoch. Das war geplant. Sag mal, jetzt schieß doch. Achso, ich kann hier oben stehen.
Irgendwas funktioniert hier gerade überhaupt nicht. Aber wie soll denn der eine schießen, wenn ich tot bin? Wie soll denn der eine schießen, wenn ich doch in seiner Nähe bin? Weil der versteckt sich doch sofort. Das dauert einfach viel zu lange, damit der spawnt. Ach so, die Feder. Ja, Gott, Mann, bin ich deppert. Ich habe die Feder ganz vergessen. Das da ist ein Dorn, an dem ich jetzt wahrscheinlich lieber nicht rankommen sollte, bevor ich sonst wieder sterbe. Ich mag es nicht, hier zu sein, wenn ich kaum Gesundheit habe. Oh, Gesundheit. Hallo. Ja, versteck dich. Okay, hallo. Ja, Taschen. Highspeed. Irgendwie will mich hier in diesem Ort irgendwie einfach alles töten. Kann das sein? Na komm, schieß deine Highspeed-Spocke. Oder was auch immer das da eigentlich ist. Ja, toll. Mit nichts treffe ich hier. Ich könnte selbst eine Shotgun in der Hand haben und ich würde nichts treffen. Warum treffe ich den da kaum? Na, geht doch. Was ist da? Ah, da. Okay, der da. Nee, ich will nicht in den Abgrund. Ach so, eine Fähigkeitskugel wieder. Mehr gibt's hier, glaube ich, aber auch nicht zu sammeln. Oder? Ich glaube, nur diese Fähigkeitspunkte oder Kugeln oder wie auch immer die jetzt eigentlich da heißen. Und dann... Karten höchstens. Mehr aber auch nicht. Ja, und natürlich die Fähigkeiten, aber... Scheinbar sind das die einzigen Sachen, die man hier sammeln kann. Also gibt jetzt nicht irgendwie noch Sammelobjekte oder... Sonst was? Habe ich jetzt plötzlich irgendeine Halluzination? Das sieht gerade aus, als würde dieser Nebel nicht nur einfach nebelig sein, sondern auch Halluzination verursachen. Oder ist das Kuro? Das war schön.